Ich begrüße euch zu einem neuen Part von meinem Pokémon Smaragd Ground Type Only Run. Wir befinden uns hier in den Meteorfällen immer noch und haben im letzten Part gesehen, wie hier Team Aqua rumgeschnittert und von diesem Professor Cosmo irgendwas wollte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es hat bestimmt nichts Gutes zu tun. Und ja, Professor Cosmo hat gemeint, dass sie irgendwas am Schlotberg vorhaben und das ist auch unser nächstes Ziel jetzt. Der Schlotberg befindet sich. Moment, wir haben unsere Pokénav, ich zeig's euch schnell. Der Schlotberg befindet sich genau hier. Sprich zwischen Bad Lavastadt, wo wir noch nicht hin können, und Laubwechselfeld, wo wir schon waren letztes Mal. Und ja, wir laufen jetzt einfach durch Laubwechselfeld wieder hier zurück und nehmen den feurigen Pfad hier. Oder war der hier? Nein, der war hier. Wüste, Seilbahn, feuriger Pfad, genau. Rennen wir durch den feurigen Pfad wieder durch und fahren mit der Seilbahn halt nach oben zum Schlotberg. Genau. Und ja, das tun wir jetzt auch mal. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange, um da hinzukommen, weil ich verschwende ungern Zeit. Guck weg. Los. Ach, leck mich doch. Ich Idiot, ich hab die ja schon besiegt. Ist mir gar nicht mal eingefallen gewesen. So, keine wilden Pokémon, keine wilden Pokémon, keine wilden Pokémon, habe ich gesagt. Warum kommen eigentlich immer welche, wenn man sie nicht braucht? Und dann noch so coole, die man eigentlich überhaupt nicht ins Team nehmen will. Oh Mann, oh Mann. Ja, Lombrero ist ziemlich cool. Meiner Meinung nach. So, die haben wir schon besiegt. Der kämpft nicht. Also schon, aber wir müssen ihn dazu ansprechen, da habe ich keine Lust drauf jetzt. Ja, einfach nochmal schnell ins Pokémon Center, da ja unser Volcano gekillt wurde im letzten Part. Und ja, Schwester Joyce, heilende Hände heilen unser Pokémon. Und ich frage mich gerade, warum habe ich 4 Pokémon im Team? Ah, genau, wir hatten Pandir dabei. Woo! Was jetzt aber leider, leider Gottes ablegen muss. Pandiro, mein Freund. Sorry, aber ich muss es ablegen jetzt. Weil es einfach den Platz hier im Team ein bisschen, ja, verringert, sag ich mal. Und ich habe gerade gesehen, unser Sklave trägt schon wieder irgendwas. Was trägst du denn in deinen Eiern rum, mein Freund? Einen, wow, Trank. Der Burner, ey. Na egal, man kann ja nicht alles haben. So, auf geht's. Aber halt, zuerst geht's shopping. Ja, ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon, deswegen kaufe ich mir jetzt mal ein paar Schutz. Super Schutz. Können wir kaufen. Wow, 81 Mal brauche ich gar nicht so viel. 12 Mal dürfte reichen. Supertränke haben wir 5. Ja, dann kaufen wir noch 15 dazu. Gegengifte können wir gebrauchen. Kaufen wir mal 5. Ja, Paraheiler auch. 6 Stück, ist mir jetzt egal. Nein, nicht nochmal kaufen. Den Rest brauchen wir alles nicht, weil es Scheißendreck ist. Also, mir zumindest nützt es gar nichts im Kämpfen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Und, überlistet, ihr Noobs. So, erstmal Superschutz hier anwenden. Und durch das Gras rennen. Was übrigens nur so grau ist, weil es von Asche umgeben ist. Und hallo? Die dreht sich eigentlich im Kreis. Was guckt ihr uns jetzt an? Hast du ein Problem? Meine Güte, ey. Das ist ja unglaublich. Und sie hat einen Kamaup. Okay. Was aber nicht besser ist als unser Kamaup, weil unser Kamaup Volcano heißt und Level 25 ist. Und knapp vor seinem Level Up ist. Und wir machen Intensität 8. Das schaffst du nie im Leben mit deinem Drecks-Kamaup. Gut, ich zieh Kamaup jetzt hier nicht in den Dreck. Ich meine, ich habe eins, sie hat eins. Meins ist weiblich, ihr ist es weiblich. Meins ist mäßig, ist wahrscheinlich nicht mäßig, ist mir auch egal. Und ja, Schirmdame Saskia besiegt, ein bisschen Kohle damit gemacht. Ja, also wir natürlich noch unsere Nummer haben, ist ja klar. So, weiter geht's hier im Konzept. Das Item habe ich schon geholt, okay. Weiter rennen, running! So, gegen dich habe ich glaube ich schon gekämpft oder nicht, ist mir jetzt egal. Denn ich muss hier einfach nur vorbei und hey, unsere Geheimbasis. Gegen dich haben wir gekämpft, das weiß ich.
Oh nein, oder? Nein. Ach egal, ist gutes Training. Was soll's? Und wow, sie hat einen Kamauf und der andere einen Knilz, okay? So. Ja, ist ja ganz klar, was ich einsetze. Ich glaube, Intensität trifft sogar beide, ja. Und. Nein, ich mache Lehmschuss auf Knilz. Ist mir jetzt sicherer. Weil nicht, dass wir dann Stärke machen und dann Sporen wird abbekommen. Sporen wird. Sorry, nicht wird. So, Knilz, Initiative haben wir auch gesenkt. Ist kein Ding. Und och, komm. Intensität 5, also bitte. Das ist ja jetzt wohl echt ein Scherz. Oh, verdammt, es trifft auf Morabel. Hab ich voll vergessen. Und ja, Knilz macht Tackle. Kamauf macht Tackle. Ja, dann würde ich sagen, ich mache Glut auf dich und Lehmschuss auf dich. Warum habe ich das eigentlich direkt am Anfang gemacht, ich Vollidiot? Es wäre viel besser gewesen. Ich glaube, Knilz wäre sogar direkt tot gewesen. Und Morabel hätte keinen Schaden genommen. Aber egal. Oh, noch mehr Feuer-Pokémon. Ein Schneckmark. Alles klar. Und die hat bestimmt als nächstes noch ein Pflanzen-Pokémon. Da sie eine Aroma-Lady ist. Und Aroma-Ladies haben eigentlich nur Pflanzen-Pokémon. Ja, ich wusste es, dass noch ein Roselia kommt. Was ich sehr, sehr gut finde, da wird es jetzt mit einer Glutattacke abburnen werden. Und Schneckmark wird jetzt voll geschottet in the face mit einem Lehmschuss. So. Volcano erhält EP, Mudbody erhält EP. Killt Glut Roselia? Killt es? Nein, war ja klar. Aber Roselia brennt. Aber ich weiß ganz genau. Nein! Kein Megasauger auf Morabel. Du elende Bitch, ey. Du bist doch so eine bitchige Bitch. Bitchy, bitchy, bitch, bitch. So. Stirb, du Bitch. Ich finde Roselia, naja, es geht. Es ist ganz in Ordnung. Roserade ist natürlich viel geiler. Hatte ich auch damals auf der Platin in meinem Team. Aber, naja, zu viel Aufwand, um es zu entwickeln. Ich meine, so ein Funkelstein, den findest du noch nicht recht früh im Spiel. Aber ich muss sagen, Roserade hat einen ziemlich guten Angriff. Und ja, wenn du ihm die richtigen Attacken beibringst, dann ist das auch kein Thema. Ja, nächsten Superschutz. Und wo wir schon dabei sind, können wir auch noch direkt einen Supertrank benutzen auf dem Morabel. Das hat es nämlich nötig. Zickzack trägt schon wieder ein Item, okay. Was hast du denn diesmal? Schon wieder ein Trank, wie abwechslungsreich. So, Stärke können wir noch nicht benutzen. Sonst würde ich mir eine übelst böse TM holen. Ja, verrate schon nicht, was es ist. Oh Gott, ich wusste es. Ich habe noch irgendwen vergessen hier. Kackdreck. Egal. Training ist Training. Kamaup ist nach vorne, das kannst Training gebrauchen. Und gegen Kleinstein, das Imba-Pokémon Nummer 1, hat es sowieso beste Chancen. Intensität 4? What the fuck? Das war ein Scherz. Das war jetzt wirklich ein Scherz. Komm, das kannst du besser. Wow! Holy shit! Ich muss Vulcano einfach nur ein bisschen motivieren. Ich glaube, dann ist es einfach unbesiegbar. Verdammt, ey. Das war jetzt einfach nur geil. Das war jetzt richtig geil. Das war nice. Das war richtig nice. So, noch ein Kleinstein. Wer hätte's gedacht? Intensität, komm schon. Okay, 8. 8 ist gut. 8 reicht mir völlig aus. Zwischen 8 und 10, naja, ist es gut. 7 ist gerade noch so die Grenze dazwischen, aber unter 7 geht gar nichts. So, und jetzt hast du noch einen Kleinstein Level 18, dann ist die Levelparade doch perfekt. Oh, was ein Spielverderber, hatte nur ein 16er. Und wir kriegen wieder Intensität 8. Yeah! So, Kleinstein ist damit down. Jawohl, sehr schön. Volcano erreicht leider nicht Level 27, aber das macht nichts. So, dann ist jetzt, glaube ich, hier noch ein Wanderer. Oh, hör doch auf, deine Nummer mit uns zu tauschen. Hau ab! Ja, hat Golden Sword Silver hat da den Vorteil wegen den Telefonnummern? Du kannst sagen ja oder nein. Hier geht das nicht. So, wie gesagt, hier sind wir jetzt in der Seilbahn. Und diese wertereizende Dame führt uns auch zur Gondel. Und yeah, genießen wir die Aussicht. Ich meine, schöner Wald da unten. Wow, nice. Und oh mein Gott, was ist das? Oh, das ist nur Asche, okay. So.
Herzlich willkommen am Schlotberg. Und wir sehen schon hier, Team Aqua und Team Magma fetzen sich gerade mal aufs Übelste schon wieder. Hier haben wir Adrian, der uns irgendwas vollbabbelt von wegen Team Magma. Sie wollen die Kraft des Vulkans für sich nutzen und so ein Mist. Und ja, ich würde sagen, hier machen wir einen Break und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis später.